finden wir nur ohne den Star des Abends, Tito Merelli, il Stupendo. Noch il Stupendo, der größte Tenor unserer Zeit, ist unpünktlich zu spät. Oh mein Gott, ist Merelli. Was soll ich nur tun, wenn dieses verantwortungslose italienische Arschloch nicht auftaucht? Warum nicht mal was probieren, Sir? Nehmen Sie mich. Man muss manchmal ein wahres riskieren, Sir. Nehmen Sie mich. Ich kenne Noten und Buch. Was bleibt Ihnen denn schon übrig als dieser Versuch? Da sagt er was anderes zu ihm. Nein, du wirst garantiert nie auf dieser Bühne stehen. Gut, Tito Merelli erscheint auch und der hat aber ein sehr menschliches Problem in dem Fall. Er hat zu viel gegessen und hat Blähungen. Und er muss aber relaxieren, damit seine Stimme funktioniert. Und da gibt seine Frau gibt ihm schon 5 Schlaftabletten und Max gibt ihm auch nochmal 3 Schlaftabletten, damit er in Ruhe schlafen kann und die Stimme sich erholen kann, damit er auftritt. Das sind aber zu viel Schlaftabletten und Tito Merelli schläft so fest ein, dass Max glaubt, er ist gestorben. Und dann sagt er das Saunders und Saunders meint dann, okay, dann nehmen wir dich. Das Stück ist gut, kennen vielleicht doch einige Leute. Othello darf nicht platzen, ein tolles Lustspiel. Und die Musik, die der Komponist dazu geschrieben hat, finde ich schon sehr beachtlich, weil er dem Stück gedient hat. Das ist eigentlich meine Musik, weil die aus meiner Kindheit stammt, Jugend. Also damals schwappte Hollywood schon in die DDR. Und also diese Musik, Big Band und sowas, hat mich damals schon fasziniert. Und dass ich die nach 50 Jahren nun noch mal mache, das ist schon erstaunlich. Meine Rolle in diesem Stück, ich wohne in einem kleinen Provinznest, bin die Tochter des Theaterdirektors, Opernchefs und lerne da zufällig ein Jahr vorher eben den Welttenor kennen. Und ich glaube, meine Rolle oder Maggie möchte gerne aus der Provinz raus, aus dem Alltag raus und sieht natürlich in diesem Weltstar irgendwie den Weg dorthin. Und darum verliebe ich mich, also ich verliebe mich nicht in den, ich glaube, mich in den verliebt zu haben. Ich bin's, du Dussel! Ich wehre! Was glaubst du wohl, Idiot? Pass auf! Wir machen es folgendermaßen. Du bist immer noch Tito. Stück selber ist zum Abbrechen komisch. Also wirklich, nur allein, wie ich das Textbuch gelesen habe, es ist im Zug gewesen, da haben mich die Leute schräg angeschaut, weil ich so gelacht habe. Und also, sehr lustiges Stück, schöne Musik. Diese Schachtelszenen im zweiten Akt, die wahnsinnig schwer waren zu probieren, aber unglaublich toll wirken, wenn plötzlich 3 Othellos, also 3 Tito Merellis auf der Bühne stehen, allein schon, das ist sehenswert, absolut.